Ja, Kalb Kamische aus. wirft. Ja, die sind aus, okay. Das ist so eine Art Ausgleich, wenn du die ganze Zeit Weisheit. schlecht würfelst, dass du irgendwann halt Glück hast und dann gut würfelst. Okay. Und du willst sie anhaben oder aushaben? Nee, ich würde die ausmachen, weil also ich glaube, das gilt auch für beide. Also das gilt für die NPCs genauso wie für. Ah ja. Willst du mit dem Opfer hier auf dem Stuhl reden? Mit Myrnath? Reden? Ich hätte ihn jetzt einfach. Okay, ich rede mal mit ihm. Ich rede. Hör mal zu. Also man müsste mit der, mit dem. Genau, ich habe das Overlay aktiv. Kann man theoretisch mitentscheiden. Come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Ich jetzt hier was. Ich glaube, ihr könnt was nicht mehr an. gerettet werden. Ach, du siehst jetzt, was ich empfehle, gell? Ja. Genau, was du empfiehlst. Oder was ich. Was du mir aufzwingen willst. Ich muss sagen, dein Drachengeborener sieht ziemlich cool aus. Gell? Ja. Habe ich zufällig gefunden. Ich kann das offene Gehirn untersuchen. Geil, Finger reinstecken. Mal. Brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. Soll ich versuchen rauszuholen? Hast du denn irgendwas davon? Nö. Ich kann nichts. Mit wem spreche ich denn da? Mit einem Mann oder dem Gehirn? You're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Was? Ein Gedankenschinder, ein Schere von denen, die mich entführt haben. Ach, dann machen wir es kaputt. Der sich die Hände so abgeschüttelt hat. Wie war das in Jagged Alliance 2? Operation gelungen. Patient tot. Okay. Ich habe ja gesagt, ich touch es an. Ja, ja. Das auch. Hat gar nichts gesagt. Ich finde es voll irritierend, dass ich das ausschaue, als hätte ich eine Glatze. Aber nur von weiter weg, von näher dran sieht es aus, als hättest du einfach nur eine komische Frisur. Ja, das hat echt im Charaktermenü gerade anders ausgesehen. Aber es ist ja gut, dass es bei dir auch so aussieht, weil sonst hätte ich gedacht, das liegt an meinen Grafikeinstellungen. Ja. Hui, da geht's ab. Vorne sieht man es halt gar nicht. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Sagt die mit der grünen Haut. Die redet jetzt gerade mit mir oder mit uns beiden? Ich glaube mit dir. Okay. Flash face seen through the strange woman's eyes. What is this? You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. Wer bist du denn? Who überhaupt? Am I? Your only chance of survival. Ist schon gut von sich überzeugt. Über einen komischen Namen. Eure einzige Überlegungschance.
Ist auch viel zu lang. Der passt nicht ins Feld rein. Den hätten wir niemals angeben können. Klingt vernünftig. Abhauen klingt gut. Address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Die haben schon auch ziemlich cool aus, finde ich. Boah, die sehen ja richtig fies aus. Na, wir dürfen sogar gleichzeitig, oder? Früher konnte man sich anschleichen, die immer. Wie entscheidet sich jetzt, warum ich die Lacelle spiele? Keine Ahnung, warum du die jetzt hast. Wahrscheinlich, weil du mit ihr geredet hast. Weil ich mit ihr geredet habe, wahrscheinlich, ja. Ich kann die aber noch zuordnen. Also ich kann sie dir wegnehmen, wenn du willst. Mir egal, wie du magst. Warte mal, bevor du was machst. Oder was willst du machen? Ich wollte nur erstmal meine Waffe verzaubern, dass ich mehr Schaden mache. Ah, warte mal. Schlaf. Ich hätte den rechts angegriffen, also der so ein bisschen einzeln rechts von uns steht. Wie kann ich denn den markieren? Kannst du den markieren? Konnte man doch irgendwie. Irgendwie konnte man das. Ach, den, okay, ne, passt. Ich hab schon erkannt, wen du meinst. Ja, ich. Warte mal, ich könnte. Wir greifen es einfach mal an, oder? Ich kann alle schlafen schicken, glaube ich. Und dann. Mach mal. Keins. Hä? Ah, boah, ich kann die einzeln auswählen, wen ich einschlafen lassen soll und wen nicht. Nice. Boah, nice. Ha, ich mach den Zauber. Jetzt haben wir 100% Angriffschance. Ich töte den mal rechts. Jo. You are a wizard, Harry. Aber ich bin älter als 11. Soll ich die Lassie ein bisschen vorschubsen, damit die näher rankommt? Wieso? Weil ich sie schubsen kann. Oh. Da muss sie nicht so weit laufen, dachte ich mir. Ja, voll nett von dir, dass du da dran denkst. Ja. Man kann jetzt eh nichts mehr machen. Ich auch nicht. Tja. Willst du noch was zaubern? Ich zauber mal noch was. Auf den hinteren. Ja, auf den hinteren, das wird gut. Oh, du hast ihn aufgeweckt. Hoppla. Wusste nicht, dass die aufwachen? Ich loote so lange mal. Ja, wenn die Schaden kriegen. Ja, ist schon klar, dass die aufwachen. Aber wir sind tatsächlich gleichzeitig immer dran, das ist voll cool. Ja, gerade schon. Ich weiß nicht, das wird sich regeln halt dann. Je nachdem. Die deutsche Post hat den Einladungsbrief verlegt. Der wird mit Eulen ausgetragen, Ali, du lügst. Ich schieb dir auch mal so eine Armbrust zu. Oh, das ist gut. Die brauche ich. Ja, ich versuche sie in den Nahkampfslot zu ziehen, das funktioniert. Ich habe einen Reisesack. Noch eine Armbrust. Was gibt's hier hinten noch? Und ein Schlüsselbund. Nix. Der ist leicht verrostet. Öffne. Ist nichts drin. Was haben wir hier? Ein Alchemiebeutel und ein Reisesack. Da ist ein Forst. Homip. Ups. Guten Abend. Wie Arena ist bestimmt besser, vor allem für so alte Menschen wie mich, die dann gar nicht mehr mitkriegen, was in der WoW Arena alles passiert und dann doch wieder irgendwelche anderen Spiele spielen.
schade. Ich dachte, vielleicht geht das ja. Solltest du machen. Ich wollte in den Abgrund springen. Achso. Weil das hier so angezeigt wird, Abgrund, dachte ich, ich kann da reinspringen. Oh doch, es geht. Du bist so ein Trottel. ich lade mal kurz. Ja. Oh, geil. Hast du vorher gespeichert? Ich habe extra Federfall vorher gezaubert. Ja. Das ist voll der Fake-Zauber dann. Er spielt Ossi auch wieder Igor? Oder spielt nur Roberto? Und es ist Ossi nochmal Papa geworden, weil hier der ihm vorher gratuliert hat. Sollen wir weiter? Brauchst du ein Kurzschwert? Nö, ich behalte den Stab erstmal, denke ich. Okay. Okay. Ja, ach so, da geht's weiter, oder? Ja. Das ist voll cool, dass das jetzt alles neu ist. Dann ja. Hat man nicht dieses Gefühl, dass man es schon tausendmal gespielt hat. Zumindest bis man hier raus ist. Gefäßnetz. Aber, das fühlt sich bestimmt toll an. Ich schon mal gespielt habe. Ja gut, bei dir. Ich habe extra nicht nochmal angefangen. Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit immer nur mit dir spielen. Das dauert einfach zu lang, da komme ich zu wenig zum Spielen. Das verstehe ich. Ich fasse das mal an, ja? Sie hat gesagt, wir sollen es anfassen. Hier steht auslöschen. Hier steht, keine Ahnung. Und hier steht, keine Ahnung. Für links konnte ich nicht lesen, rechts steht auslöschen. Oh, ich hab's gedrückt. Das war eine gute Idee. Ich dachte, ich darf das aus. Ach, ich hab die Knöpfe angekocht, in Anführungsstrichen, nicht die Tafeln. Also links klingt, steht entfesseln. Ich glaube, den habe ich gedrückt. Ehrlich. Was steht in der Mitte? Ah, das kann ich nicht lesen. Der, weiß ich nicht. Ich lasse dich mal wieder schlafen. Das, ist das ein Zaubertrick? Das ist ein. Nee, das ist ein Zauber, aber ich hab. Mit diesem Genesungsding lädst du es wieder auf. Ach, kann man das zurücksetzen? Okay. Mhm. So, und jetzt. Das ist praktisch. Zaubern. Hä? Okay, bei dem einen hat es nicht funktioniert. Den Rest überlasse ich euch. Tschüss. Ich den jetzt schlagen? Ich könnte den jetzt schlagen. Der schnarcht. Geil. Wenn, so der andere, den hast du nicht erwischt. Mhm. Ich mach den erst, soll ich den ersten liegen lassen? Ich kann auf den zweiten, glaube ich, nichts machen. Hm. Ich mach den ersten mal weg. Sehr gut. Er ist ein geopferter Kultist. Ach, das war er vorher schon. Da schreit schon wieder jemand. Ja, die will diesmal raus und nicht gerettet werden. Schau mal, ob du da was hinbekommst. Na klar. Red mal mit ihr. Ich bin Maria mit Arcana Kunde. Und ich merke, dass da irgendwas mit Magie passiert. Warding Ruins. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Keep trying! There's got to be something that'll open this! Schau mal, was du magisch tun kannst.
Ja, ich glaube auch. Achso, und jetzt? Jetzt mache ich hier, jetzt fummel ich an dieser. Ja, fummel mal an der Konsole rum. Ja. Ich schau dir mal zu. Ich finde dein Charaktermodell immer noch tausendmal cooler als meins. Das kannst du bestimmt noch ändern nachher. Ja, ich schreibe mal die Glyphen hier rein. The console hums to life. Ah, cool. Und dann betrachte ich die Konsole noch genauer, weil wir haben ja Zeit ohne Ende. Ich bin froh, dass ich so einen schlauen Magier an meiner Seite habe. Ja, ne, und ich bin auch noch dabei. Meine Robe ist voll geblutet. Na klar, legen wir da die Hand drauf auf dieses Ding mit den Tentakeln, was total vertrauenswürdig aussieht. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Man kann da auch versagen. Igor, herzlichen Glückwunsch zum Onkel sein. Dann grüß mal den Ossi recht schön, wenn er gerade mit dir spielt. Ansonsten muss ich mich schreiben. Klatsch. At last. Thought I was done for. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gith with you. Dangerous company. Ja, aber ist ja auch eine Druidin dabei. Warum sieht die nur das Negative? Ein sehr negativer Mensch, dieses Schattenherz. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was wir jetzt brauchen, würde ich sagen. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Na klar, ich bin das geheim. Was sind das? It's nothing. Trust me. There's no time to spare. Er stecht sie. Lead the way. Nein, Adi, noch nicht. Wir brauchen sie noch. I. Hört es. Ich versuch's. Es krabbelt weg. Ich treff's nicht. Wie konnte man hier Pause, so. Oh, hast du es erwischt? Wieso klicke ich jetzt eine Anleitung fürs Tutorial? Ja, weiß ich auch nicht. So, jetzt habe ich es erwischt. Ich habe pausiert. Deswegen kam die Anleitung. Also. Okay. Das war einfach. Mal gucken mal hier rein. Hier ist eine verschlossene. Ja, ich weiß. Ich nehme mal mit, ne? Hier rein. Ja, ja. Hier ist nämlich ein goldener Schlüssel und jetzt frage ich mal, ob dieser goldene Schlüssel vielleicht zufällig, wenn du willst. Entweder gibst du mir die Kiste oder legst du sie wieder hin. Aber ich habe sie mir gerade aufgesammelt. Bitteschön.
betrachte dich gleich als Eichhörnchen. Nein, da lasse ich nur meine Nuss fallen. Boah, weißt du eigentlich, was das Allerbeste in diesem Spiel ist? Dass du mir jetzt den Loot geklaut hast? Soweit ich weiß, kann man hier nichts unter Wasser machen. Was ist das für eine komische Fehlermeldung? Du darfst dein Loot nicht teilen. Oh Mist, hast recht. Was für eine Fehlermeldung? In deinem Stream? Ach, das kannst du wegklicken. Das ist das Overlay. Aber es müsste eigentlich jetzt funktionieren. Ach, das kann ich von außen weg. Ach so, okay. Ja, das ist, du kannst da quasi in die Charakter reinschauen und so. Mhm. Hab's gesehen. Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Sie bemerkt uns nicht. Da können wir vorbeischleichen. An der Figur da drin? Ja. Ich schleich mal vorbei. Schleich mal vorbei. Schmierige Stühle, Git. Ja klar, ich setz mich drauf. Ich hör das. Sehr clever. Mein rechter Platz ist leer. Steht denn hier auf der Tafel? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht lesen. Kannst du es lesen? Bist du nicht arkankundig? Bist du arkankundig? Bist du Magier? Ja. Lies mal vor. Was steht auf dem Siegel hier? Ach da, oh, jetzt hätte ich fast wieder den Knopf gedrückt, weil ich gedacht habe, ich muss den Knopf lesen. Perfekt steht da. Okay. Hast du auf den Knopf gedrückt? Noch nicht. Jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt. Her presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Okay. Ups. Aber das gibt uns auch einen Erkenntnisgewinn hier. Und zwar? Setzt sich nicht in eine Gedankenschinderkapsel? Ja, ungefähr so, weil scheinbar braucht es diese Kapseln. Diese Kapseln, damit man sich verwandelt. Und wenn man nicht in so einer drin ist, verwandelt man sich vielleicht gar nicht. Meinst du? Ich weiß nicht. Kann ich das kaputt machen? Kannst du? Nein, kann ich nicht. Wie hast du nicht auf Pause? Nein, ich will jetzt nicht mit dir reden. Warum nicht? Nicht mit der Gith Yankee. Achso. Mit Leertaste. Aber es funktioniert. Ja. Umschalt und Leertaste muss man drücken. Okay. Oder man drückt die Sanduhr an. Mit der Maus. Was war eigentlich in dem Relikt in der Kiste? Ein Opal, ein Onyx und ein bisschen Gold. Okay. Du hast ein Gespräch begonnen. Nee, die hat mit mir angefangen zu reden. Einfach so. Ich habe sie nicht gefragt. Die schmeiß ich aus der Party. Das nervt mich. Ich will nicht einfach angequatscht werden von jedem. Von jedem. Bereit, das Steuer zu betreten. Na sicher. Dämonen! Teufelchen! Imps! Kraken! Kennst du seinen Namen? Nein, Gake ist einfach eine Beleidigung, oder?
Willst du euch einschlafen lassen, meine ich? Sag mal, 60%, ich glaube. Ich sehe nicht, was ich für eine Angriffschance habe, wenn ich auf die anderen gehe. Aber wahrscheinlich den. Kannst du die ersten zwei einschlafen lassen oder nicht? Ja, bestimmt. Also dieses Rüsseltier und den Imp, oder? Höllenschwein. Ja, ich weiß nicht. Je nachdem, wie es für dich geht. Stimmt. Oder ich probier sollen wir uns das Ganze für Schaden aufheben auf dem. Nein, das geht. Ich weiß nicht, wie lange schlafen die? Warte mal. Guck mal kurz. Zwei Züge lang. So. Ich kann sogar alle drei. Okay, dann mach mal. Ist da noch irgendwo einer? Ja, da hinten rechts. Achso, nee, nur die drei, glaube ich. Und dann der große noch. Okay, dann mach ich das mal. Mal schauen, ob das klappt. Ja! Sehr schön. Zaubert ihn einen blauen Ring um die Augen. Das kommt gleich. So. Was möchtest du mit der Schattenherz angreifen? Den Imp? Mach ich das? Ja, ich mach glaube ich den Imp. Genau. Wieso? Jetzt habe ich die Schattenherze. Jetzt hast du die Lasselle, oder? Kann ich das sein? Nein, ach, ich hab die schon. Sind... Ah, ne, passt schon. Die sind nur später dran, deswegen. Okay. Attacke! Hat geklappt. Oh, die kann aber weit laufen, mein. So, ich versuch den mal zu flankieren, dann. Sollen wir jetzt versuchen, den Oberteufel da zu töten, den Piccolo, oder nicht? Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Okay, dann speichere ich mal. Very well. Also wir merken ja dann, ob es funktioniert oder nicht. Das ist übrigens cool, dass man hier angezeigt bekommt, wie viel Weg die alle noch gehen können und sowas. Ah, wie weit kommen wir da mit der? Kann die dann anstürmen? Schauen, wie ich bis daher komme. Nein, das gibt's nicht. Shit. Kann die noch springen soweit? Töte erstmal das Schweinchen, weil der Imp schläft dann nochmal eine Runde. Das Schweinchen ist tot. Nee. Achso, tatsächlich. Das sieht. Bei mir sieht das so komisch aus. Ich kann nicht mehr weiter.